Ja, jetzt geht's los. Heute wird das große Zelt hochgezogen, sodass wir dann auch morgen schon das letzte Backstage-Zelt hochziehen können, damit wir am 8. Dezember hier unsere Premiere feiern können. Wir sind mit 23 Leuten und 3 LKW-Fahrern hier vor Ort, die das ganze Material hier hinpendeln bzw. aufbauen. Eine Woche haben wir noch, damit dann alles fertig ist für die Proben, und dann kommen knapp 30 Artisten, die die Show auf die Beine stellen. Das größte Highlight, glaube ich, für die Dortmunder ist, dass die Motorradspringer zurück sind. Die waren jetzt einige Jahre lang nicht hier. Die Springer sind zurück, die sind in der Show da drin. Kritik war letztes Jahr da, die mussten wieder da sein, jetzt haben wir sie. Die sind da, dann haben wir eine Flying Pole Dance Nummer. Das heißt, einer, der ist Pole Dance Stange, wie jeder kennt, auf dem Boden steht eine Stange, tanzt da drumherum. Nein, sondern er fliegt. Die Stange hängt tatsächlich auf 10 Meter Höhe und da macht er seine Nummer dran. Das ist eine sehr, sehr geile, sehr romantische Nummer auch. Ich denke, das ist auch eines dieser Highlights, die man hier sehen wird. Ja, wir sind vom 8. Dezember hier bis zum 8. Januar, tatsächlich einen Monat, mit knapp 40 Vorstellungen, die auch schon sehr gut verkauft sind. Also wenn man noch Karten haben will, sollte man sich dranhalten. Es läuft sehr gut und wir freuen uns, dass wir wieder in Dortmund sind.